Heute ein Video über vier Setups, die sich bei mir draußen bewährt haben. In dem Video geht es natürlich um den Gegenstand, den ich verwende, also das Setup, das jeweilige, die Erfahrung und warum. Ja, wenn euch das interessiert, ich denke mal, das ist für Anfänger sowie auch Erfahrene gleichermaßen spannend. So, schön, dass ihr noch dran seid. Dann habt ihr Interesse an dem Video. Ich möchte auch gar nicht so lange darum herumreden. Wie gesagt, es sind vier Setups, vier Stück, die ich benutze für verschiedene Gegebenheiten. Jetzt möchte ich mal anfangen für den späten Herbst, tiefen Winter und frühen Frühling. Also da, wo es wirklich nachts noch kalt ist, benutze ich den Biwaksack. Und zwar habe ich ja den Observer Plus, das wissen viele, ist mein Lieblingssetup für diese Jahreszeit. Natürlich auch jetzt die Frage, oje, warum? Nun, der Biwaksack, der Carinthia Observer Plus, ist kein Leichtgewicht, das ist mir völlig klar. Zum Transportieren für Wanderung, Übernachtung, ja, du hast ein bisschen Gewicht, kannst aber dadurch mit einem Tarp sparen. Entweder du nimmst gar keins, was ich nie gemacht habe, möchte ich nicht so empfehlen, denn du möchtest ja dann doch bei starkem Regen, und du hast einen Biwaksack bei schlechtem Wetter definitiv dabei, also ich zumindest, ein Tarp drüber haben, damit ich trocken rein raus kann und auch drunter sitzen kann, mir einen Kaffee machen kann und so weiter. Sonst müsste ich ja die ganze Zeit im Biwaksack sein und das ist dann doch ein bisschen unangenehm. Ja, aber wieso jetzt? Packmaß ist relativ klein, du kannst den gut unterbringen, ist zwar kein Leichtgewicht, habe ich schon erwähnt, kannst aber dann doch woanders sparen, wie zum Beispiel mit einem Tarp. Also da nehme ich immer ein 2x3 Tarp oder das 3x3 Tarp immer von AquaQuest, die leichten. Das sind 400, 500 oder 600 Gramm, wo man wirklich problemlos mitnehmen kann. Du kannst leichtes Kochgeschirr mitnehmen. Es sind nur so, wie zum Beispiel ein X-Boil-Kocher oder sowas. Das sind jetzt nur so kleine Ideen. Darum geht es auch gar nicht. Man kann halt eben, wenn man was Schweres dabei hat, kann man dann auch mit einem leichten ergänzen, dann geht das wieder aus. Und ich hatte nie mehr als 14 Kilo. Also das ist schon in Ordnung, finde ich, mit Wasser und Essen. Das ist okay. Für mich war es immer okay. So, in dieser Kombi im Winter, ich gehe jetzt mal auf die Winterzeit ein, habe ich bei 15 Grad minus im Observer locker geschafft. Der ist halt optimal bei richtig dreckigem Sauwetter, sage ich mal, bei Schnee oder sogar auch in den Bergen, allerdings da ohne Tarp. Und zwar in den Regionen, wo du vielleicht eben nicht unbedingt jetzt ein Tarp oder du hast keine Bäume, keinen Wald da, brauchst ein schnelles, gutes, warmes oder zuverlässiges Setup auf dem Berg, würde ich den Carinthia, oder habe ich ja sogar schon mitgenommen zum Schlafen. Ist einfach gut. Du weißt, oder ich weiß das in dem Fall, du machst den auf, du kannst reingehen, du weißt, es ist trocken, du kriegst 5 Grad plus Wärme mindestens zustande. In Kombination habe ich den immer gehabt mit dem Carinthia Defense 4 und dem Swagman als Inlet. Wenn es ganz hart auf hart kommt, habe ich halt noch den Tropen dabei und stopfe die zusammen. Dann habe ich wirklich ein astreines, warmes Setup. Im Sommer nutze ich den Observer definitiv überhaupt nicht. Dazu gleich mehr, weil Sommersetups wieder anders. Kommen wir gleich dazu. Und ja, meine Erfahrungen mit dem Observer Plus sind einfach immer sehr positiv gewesen. Ich weiß, ich habe schlechtes Wetter, es kommt Regen, es regnet vielleicht schon den ganzen Tag. Ich lege den hin, der ist schnell aufgebaut, rein und warm, trocken. Das passt perfekt. Mit einem Tarp drüber auf jeden Fall wichtig, damit du drunter sitzen kannst und auch trocken ein- und aussteigen kannst. Das ist selbstredend. Muss man nicht, sollte man aber. Also da auf jeden Fall der Defense 4 mit dem Carinthia Observer Plus, ein super zuverlässiges Setup für mich. Im Sommer viel, viel zu warm, glaube ich, habe ich schon gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr. Tja, bei Sturm, bei schlechtem Wetter einfach klasse Sache. Kann ich nur sehr empfehlen. Schaut es euch beim günstigeren Biwaksack auch um, wenn ihr da Interesse habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe einige Bekannte, gute Bekannte, die haben andere Marken auch benutzt oder benutzen sie aktuell. Ja, ich selber habe immer nur den Carinthia Defense, ich sage wieder Defense 4, den Observer Plus verwendet. Genau. Ja, das zweite Setup, da kommen wir jetzt schon in die spätere Herbstzeit, Sommerzeit, frühe Herbstzeit, nehme ich sehr, sehr, sehr gerne die Hängematte.
Die Hängematte allein schon deswegen, weil es dann einfach kühler ist in der Nacht. Du liegst da drin und hast halt Luft um dich rum. Das ist das eine. Das andere ist, auf welche Tour würde ich die Hängematte bevorzugen? Ist auf jeden Fall in den hügeligen Landschaften, Bergen. War ja mit dem Atze damals auch auf dem Rachel? Ah, ja, doch, Rachel war es. Da, wo ich mir meinen Fuß verletzt habe, da hatte ich auch das Setup dabei. Hängematte, Underkilt, Tarp, ein gutes. Und ich habe ja das Amazonas-Set zum Beispiel. Das ist nicht wirklich sehr schwer. Natürlich, du hast mehr zum Tragen ein bisschen, wenn es kälter ist, mit dem Underkilt, ist klar. Weil du hast den Schlafsack und Underkilt, das sind ungefähr gleiche Größen vom Packmaß. Weil ich habe ja die XXL-Version, da geht schon was zusammen. Ich kann jetzt nicht sagen, was das ausmacht vom Gewicht. Es ist tragbar, aber es ist natürlich mehr. Gut, auf jeden Fall, wo es hügelig ist, ein schlechter Untergrund oder sehr nass, ja, tropisches Klima und so weiter, ist die Hängematte absolut meine erste Wahl. Wenn es ein Bekannter zu mir sagt, okay, wir machen da vielleicht eine Tour. Ich möchte auch sagen, momentan kann ich nicht, wegen meinen Bandscheiben. Aber ist jetzt egal. Wenn jetzt ein Bekannter zu mir sagt, wir machen eine Tour, es geht da ein bisschen in die Berge rein oder so, da würde ich auf jeden Fall sagen, okay, wenn da nichts anderes ist, natürlich auch erstmal erkundigen, was die Kollegen so dabei haben, ist auch immer wichtig, weil nicht, dass die dann sagen, ja, sie haben jetzt vielleicht einen Biwaksack dabei und haben da an der Steinwand was und du bist dann der Depp und bist hinten irgendwo mit der Hängematte in den Bäumen drin, vielleicht weiter weg, ist natürlich auch sinnfrei. Aber so, abgesehen davon, wenn ich jetzt eine Tour machen würde in den Bergen, Hängematte. Hast immer eine gerade Fläche, bist gut geschützt mit dem Tarp, mit dem Wingtarp zum Beispiel, das ist ein wunderbares Tarp. Dieses Syn-Nylon, hervorragend, wirklich. Ganz tolle Sache, gerade bei natürlich schlechtem Wetter. Dann kannst du den ganzen Tag drin sitzen, mit einem Tisch von Schwarze Biene Outdoor zum Beispiel, der in den Boden steckst und der ein bisschen höher ist. Kannst du dann gemütlich draußen. Also kannst du einfach den ganzen Tag in der Hängematte bleiben bei Sauwetter. Und ja, kannst da kochen, essen und so weiter. Ich habe im Winter die Hängematte testweise gemacht. Ich habe nicht das Setup dafür, dass ich im Winter mit der Hängematte ja, draußen schlafen könnte, ohne am Rücken zu frieren. In der späten Herbstzeit habe ich es schon gemacht und ich habe auch mit dem Underkilt dann gefröstelt. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die Hängematte unten auszustopfen. Mit vielleicht noch eine Isomatte rein oder sonstiges, da gibt es bestimmt was. Oder altbekannt, glaube ich, gibt es den Wookie oder so heißt der. Das ist mega Underkill für einen tiefen Winter. Soll sehr gut sein, keine Ahnung, habe ich noch nicht gehabt. Auf jeden Fall, damit kann man schon ein bisschen das Ganze aufpimpen. Das funktioniert bestimmt. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie die Möglichkeit gehabt, so viel mitzuschleppen für ein Hängematten-Setup. Vielleicht kommt das dieses Jahr mal. Bei mir im Waldlager oder bei uns im Waldlager dann mit dem René. Schauen wir mal, kann ich nicht sagen. Meine Erfahrung ist auf jeden Fall späterer Herbst, Sommer und jetzt rede ich schon wieder falsch. Früher Herbst, Sommer und späterer Frühling, so meine ich das. Die etwas wärmere Zeit, dafür ist die Hängematte dann optimal. Verzeihung, wenn ich mich immer verplapper, aber ich bin halt jetzt so und ich möchte es nicht besonders herumschneiden, soll ja authentisch sein, das Ganze. Ich rede einfach, wie ich möchte und tja, dann müsst ihr jetzt durch, wenn ihr Interesse habt. Das dritte Setup, das ist das TCOP-Zelt. Habt ihr schon ganz oft in meinen Videos gesehen, ist ein Army-Zelt, wirklich kein Leichtgewicht. Ich glaube 3,7, 3,8 Kilo, wenn es mich nicht täuscht. Richtig schwer, aber richtig geil. Das ist wirklich ein Bunker. Warum? Ja, es ist wie bei dem Biwaksack. Du weißt, du hast ein sehr zuverlässiges Setup. Du hast das Innenzelt ist mega robust, der Boden ist mega robust. Du brauchst keine extra Unterlage. Du hast ein riesen Vorzelt links und rechts. Ja, was heißt riesen Vorzelt? Es reicht für einen Kasten Bier reinzustellen, dein Gerödel oder so, ja, sag ich mal, trocken zu halten. Weil wie gesagt, links und rechts, du kannst auf beiden Seiten ein- und aussteigen. Das ist schon mal richtig gut. Du hast keine Abspannschnüre außenrum. Deswegen habe ich dieses Zelt zum Beispiel auch beim Sascha in den Bergen in Tirol verwendet. Ganz oben am Berg. Da war es ein bisschen windig, der Dauerwind ist gegangen, aber ich habe nichts zum Abspannen gehabt und das Ding war bombenfest. Also da gibt es nichts zu sagen, es war bombenfest. Da hat nichts gewackelt, nichts gerüttelt.
Das ist wie ein Bunker. Dann hast du natürlich, es ist sehr blickdicht, du kannst drin Licht machen, lesen und so weiter. Und das sieht halt keiner. Wenn du es schlecht aufspannst, also musst halt an den Seiten, musst mit Heringen schon festmachen, aber du hast keine Abspannschnüre, wie gesagt. Dann kann es sein, dass vielleicht so viel Licht durchscheint unten, das ist dann alles. Du kannst aber auch dicht machen, wenn du es wirklich drauf anlegst. Da geht kein Licht durch und natürlich auch von außen keins rein. Ist ja ein militärisches Zelt, hat natürlich den Zweck, dass du nicht gesehen wirst mit deinen Lampenzeugs. Also kannst da drin eine Karte lesen. Wenn du Rotlicht verwendest, du wirst auf jeden Fall, nein, da geht nichts durch, das sieht man nicht. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, finde ich. Gerade für Leute, die jetzt vielleicht in verbotenen Gegenden, wo sie eigentlich nicht campen dürfen, im Wald irgendwo damit unterwegs sind. Perfekt, da sieht dich keiner. Du bist da auch ziemlich tief am Boden, hast eine sichere Kuppel. Da kann es regnen und alles, kein Problem. Ja, das ist eben auch so. Ganz sicheres Setup, robust, du gehst rein, hast ein warmes Zuhause, ein trockenes, tipptopp. Habe ich auch im Winter verwendet. Also das ist eben der Punkt, wo würde ich das jetzt verwenden? Berg habe ich schon gesagt. Ja, also Bushcraft-Treffen hauptsächlich. Das sind Festivals oder so, wo man halt eben BC-Treffen mal hat. Da habe ich das immer dabei gehabt, weil unsere BC-Treffen, die waren immer im Winter und da war das schon eigentlich das schönste Setup. Das Tolle ist dabei, es ist natürlich ein Ein-Mann-Zelt, das ist ja klar. Also bei mir hier bezieht sich eigentlich schon alles auf Ein-Mann-Sachen. Das ist auch wichtig, muss man dazu sagen, weil ich oft und gerne alleine unterwegs bin. Ja, und da habe ich immer positive Erfahrungen gemacht. Zum einen hast du eine gute Luftzirkulation mit dem Moskitonetz innen drin und so. Und zum anderen, wenn es dann richtig kalt ist, auch warm. Da habe ich dann auch einen Defense 4 verwendet, den Carinthia Defense 4 mit dem Swagman als Inlet. Der ist wirklich sehr warm, der Swagman, den kann ich nur empfehlen. Vom Ranger Jack, auch das Zelt, das TCOP gibt es beim rangerjack.com. Da kriegt es auf jeden Fall. So mein aktueller Stand oder mein letzter Stand war so, da habe ich es auch herbezogen. Und wo war ich denn jetzt eigentlich hängen geblieben? Ja, es ist auch schön warm und wenn es hart auf hart kommt, eben auch mit dem Tropen verbinden, den Defense 4 und da ist das wirklich. Also ich habe noch nie gefroren im Zelt. Es war mir noch nie unangenehm, noch nie nass oder sonstiges. War immer tipptopp. Schnell aufgebaut, relativ schnell. Und der positive Aspekt ist halt eben wirklich, du hast keine Abspannschnüre. Würde ich auch auf dem Zeltplatz nehmen, zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, ich bin da nur eine Nacht. Weil natürlich der Nachteil ist, es ist ganz am Boden, du hast halt einen Duckmodus zum Reingehen. Aber wer gesund ist und das oder jung ist, der kann das locker hinnehmen. Kein Problem. Ist auf jeden Fall ein gelungenes Zelt. Ja, natürlich im Wald kann man es auch nehmen. Ich habe es auch im Sommer schon mal gehabt, aber ohne die Kuppel dann, ohne das Rainfly sozusagen und habe dann Tarp nur drüber gespannt. Das ist dann sehr leichtes Gewicht, aber du hast ein tolles Moskitonetz, also außenrum. Bist dann gut geschützt bei Wind und Wetter. Es hat auch den Regen abgehalten bei Gewitter, den Hagel und so, das ging top zugemacht. Hat auch völlig ausgereicht. Die Videos sind alle auf meinem Kanal zu finden. Schaut einfach mal rein. Könnt ihr euch informieren? Jo. Kommen wir nun zum vierten und auch das neueste Setup für mich. Krankheitsbedingt wegen meiner Bandscheibe hauptsächlich. Das ist mein Dachzelt. Oh, jetzt werden viele abschalten. Ah, Dachzelt. So ein Kack. Das ist ja Camping. Ja, es ist Camping. Das andere ist eigentlich auch Camping oder eher Clamping. Also mit Bushcraft, so hat das an sich wenig zu tun, möchte ich sagen. Nee, also das Dachzelt. Ich habe ja das Kido. Freedom Light, die 1,20 Meter breite Version, habe ich mir gewählt, weil mein Auto ist nicht allzu groß und deswegen diese Breite. Ich wollte jetzt nichts, was ewig über die Seitenspiegel schaut. So kann ich mich bei dem. Also genau, das war der Grund, warum ich es überhaupt gekauft habe. Also zu einmal sollte es nicht über die Seitenspiegel schauen und ich wollte kein Klappzelt, wo mir der Leiter erstmal aufklappen muss und auf der anderen Seite ist. Gut, warum? Jetzt bin ich ja doch mehr auf Plätzen, wo ich gefragt habe, ob ich da sein kann. Also erlaubt natürlich, was mit dem Dachzelt einfach viel angenehmer und viel einfacher ist mit dem Auto, weil man natürlich immer in der Gegend, in der Nähe von der Straße ist. Ist ja logisch, Auto halt. Ich habe kein Vierrad und deswegen ist es eben so. Da hätte ich mir auch ein Klappzelt nehmen können. Aber der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, war eigentlich, wenn ich zum Beispiel in die Berge möchte und wandern gehe, da habe ich mir so gedacht, einen Tag vorher irgendwo auf dem Wanderparkplatz kann ich mir vielleicht mit dem Dachzelt hinstellen, da schlafen drin. Im Auto habe ich keinen Platz. Ganz ehrlich, da ist wirklich kein Platz.
Ja, genau. Und das ist dann noch in dieser Norm, weil das nicht so groß übers Auto drüber geht. Das ist aber eher so eine Grauzone, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Und deswegen wollte ich kein Klappzelt. Ich liege quasi auf dem Autodach in der Länge mit dem Auto und störe niemanden. Das ist also, ich parke ganz normal und kann dann schlafen. Es könnte auch nebendran ein Auto stehen, das wäre völlig Jacke wie Hose. Deswegen denke ich mir, wäre das noch im Norm. Und wenn man keinen Stuhl außen stehen lassen hat oder so oder einen Tisch, sollte man echt vermeiden, weil dann kann man es als Camping schon wieder auslegen. Aber das ist, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich habe es noch nicht erlebt und es ist eine Grauzone und das hat auch mit dem Thema gar nichts zu tun. Wobei das eben der Grund ist, warum Dachzelt. Ja, das andere ist, für meinen Rücken ist es halt optimal. Ich kann da eben im Sitzen einsteigen. Ich kann am Dachzelt einfach sitzen, lasse die Füße runterhängen und habe natürlich diese ultra bequeme Matratze. Ja, im Winter habe ich es auch schon getestet, geht einwandfrei. Da habe ich ja dieses Thermo-Innenzelt gehabt. Das habe ich jetzt ausgebaut, weil im Wetter braucht man es nicht. Da waren es auch ein paar Grad wärmer, das heißt, es ist dann schon wieder gefühlt gewesen, fast wie in einer Wohnung ohne Heizung. So angenehm einfach. Geht dann auch. Regen habe ich noch nicht durchgemacht. Also ich hatte zwar schon mal Regen, war aber nicht drin. Das ist dann nur, ja, saß dann irgendwie unterm Tarp und das ist dann wieder abgetrocknet, das Ganze. Tarp habe ich auch dazu. Ich hatte mal einen starken Wind mitgemacht und da habe ich abgebrochen, weil das war doch sehr, sehr unangenehm. Ich weiß gar nicht, wie stark der Wind war. Auf jeden Fall hat das sehr, ich bin dann aufgewacht, ich habe toll geschlafen, bin dann aufgewacht von dem Wind. Das hat sehr geschaukelt, das Ganze. Das würde ich mal direkt als Nachteil bezeichnen, weil du hast halt einen sehr hohen Aufbau. Und durch diesen sehr hohen Aufbau bist du natürlich auf einer Lichtung, sage ich mal, relativ windanfällig. Das heißt, es schaukelte schon ordentlich hin und her. Es hat Krach gemacht, es hat geflattert wie Sau. Es war fast wie auf dem Berggipfel. Das war mir so unangenehm geworden und ich habe nach einer Stunde immer noch kein Auge zugekriegt. Da habe ich mir gedacht, ich breche ab. Ich habe auch ein Video angefangen zu drehen, war ein super geiler Tag, aber dann, wenn man dann eben abbrechen muss, da habe ich lieber gemütlich zusammengebaut. Das war um 3 Uhr nachts und bin dann weitergefahren. Das war es dann. Ja, froh über die Entscheidung. Es war eigentlich Blödsinn. Ja, Regengewitter habe ich noch nicht erlebt mit dem Dachzelt. Welche Setups, wofür würde ich das Dachzelt jetzt oder nehmen, benutze ich das hauptsächlich? Also für mich ist es einfach auf jeden Fall Campingplatz. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Das ist aber die nächste Zeit der Plan, dass ich mal irgendwo bin, ein paar Tage und da was machen kann, unternehmen kann. Also auf jeden Fall für mich ist die erste Wahl Campingplatz, Stellplätze, wo ich erlaubt hin kann oder eben buchen kann. Da gibt es ja etliche Online-Seiten, wo man einfach einen super schönen Platz buchen kann beim Bauern oder sonstiges. Oder ich frage beim Bauern nach, ob ich da stehen kann. Und da genieße ich dann einfach ja, auf Camping-Style-Art meine Zeit, habe dann alles beisammen im Auto, muss nichts tragen und das ist natürlich für meinen Rücken optimal. So ist das eben. Dafür würde ich das Dachzelt. Meine Erfahrung mit dem Kido-Dachzelt ist positiv bis jetzt. Also ich habe nichts erlebt, wo jetzt irgendwie Mängel da wären. Du hast genug, also ich habe genug Platz, die Matratze ist bequem, du hast ringsrum und vor allen Dingen oben eben kannst du aufmachen. Das ist dann wie ein Tarp, ne? Du bist halt wirklich im Freien noch. Also es hat schon was mit Naturverbundenheit und auch Zelten meiner Meinung nach zu tun. Ist halt echt jetzt kein Campingwagen. Du hast halt einen Minicamper, kann man sagen. Und für mich optimal. Ich kann im Auto nicht pennen, gehe ich aufs Dach. Gemütliche Matratze und so weiter. Ja, da gibt es bestimmt noch einige Videos bei mir auch demnächst. Und auch mal einen Erfahrungsbericht darüber, wenn ich mal ein schlechtes Wetter mit hatte. Was ich sagen kann, wenn es nass ist, weil ich ja im Winter schon draußen war und da war einfach die Bodenfeuchtigkeit und so, das war wirklich sehr, sehr nass, trocknet es im schönen Wetter sehr, sehr schnell wieder ab. Das hat ja so ein Baumwoll-Kunstgemisch. Ach, schaut es einfach auf die Seite oder auf den Link und könnt es alles durchlesen. Also das ist sehr, das ist anders, als wenn es jetzt so Nylon-Material wäre. Es fühlt sich ganz anders drin an. Genau, das war eigentlich so mein Thema von diesen vier Setups, die ich ja standardmäßig nehme. Also ich habe wirklich den Biwaksack, ich habe die Hängematte, das TCOP und das Dachzelt. Das sind die vier Sachen, die ich immer gleich verwende. Jetzt könnte man noch ein bisschen ausschmücken. Alternativ, wenn ich ein Bodensetup und eine längere Wanderung hätte, da wäre das Ferino
Light-Tent-Ein-Mann-Version. Sehr gutes Zelt für draußen, aber du hast halt sehr viele Abspannpunkte und da brauchst halt einen guten Boden dafür. Das ist jetzt in den Bergen vielleicht nicht unbedingt, naja, weiß nicht. Deswegen ist das jetzt für mich kein Standard-Equipment. Für eine Wanderung, wenn es leicht sein soll, definitiv. Dann hätten wir noch als einfaches Moskitonetz das Katoma, das war auch immer gut. Habe ich auch vom RangerJack.com erworben, eigentlich das erste, was ich dort gekauft habe damals. Das ist auch super, ist aber nicht in das Thema hier mit eingeflossen, weil ich das selten, super selten sogar benutze. Ja, wobei es praktisch ist halt, das Katoma mit dem Auffalten da, flupp, Faltsystem. Tolle Sache. Aber das ist halt eben nicht mein Standard-Setup, überhaupt nicht. Vielleicht wird es mal wieder, ich hätte eigentlich mal Lust, das auszuprobieren. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt viel geschmatzt, viel geredet. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Zeit genießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch ja viel erzählen. Oder ich habe ja auch wirklich viel Erfahrung mit diesen vier Sachen gemacht. Fragt es mich einfach, ist überhaupt kein Thema. Wenn ich Zeit habe, antworte ich immer gerne. Ja, ansonsten fällt mir jetzt dazu nichts mehr ein. Ich habe eh genug geredet. Super, das war's. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Hier draußen in der Natur. Bei schönem Wetter oder auch nicht. Servus, macht es gut. Ciao.